Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 2 HD in unserer letzten Kampagne immer noch. Da stecken wir gerade etwas fest, beziehungsweise wissen wir nicht, wie wir da weiterkommen. So, und warum steht da die Handwerkerin rum? Moment, was könnten wir damit machen? Die könnte etwas, was können wir gebrauchen? Gold, 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 gut, Gold. Apropos Gold, da waren doch noch zwei Dorfbewohner. Moment, wo war denn das Gold? Beziehungsweise da unten waren, glaube ich, auch irgendwo Steine. Da waren Steine. Aber Gold brauchen wir gerade dringend. Gold, 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 Gold. Ah, sehr gut. Gönnen wir uns ein bisschen Gold. Und da steht irgendwie ein Kriegselefant rum. Den holen wir uns. Grete. So, Moment mal. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Holzfäller. Wir könnten eigentlich noch zwei zum Gold schicken. So, Mr. Mönch, wo gehst denn du lang? Das ist der gefährlichste Weg, den du gehen könntest. Das solltest du dir nicht gönnen. Aber wir gönnen uns auf jeden Fall jetzt hier dieses feine Tierchen. Wenn möglich. Oh, boah, war das knapp. Das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. So. Du kannst dahin und wir brauchen noch mehr Palas. Mehr Palas, mehr Palas. Ja, damit, ja, damit. So. Haben wir eigentlich alles entwickelt, was wir können? Ich glaube schon, oder? Ja. Gut. Da brauchen wir auch nichts zu entwickeln. Da brauchen wir. Moment, Dorfwohner richten. Nee. Einheit, ne, Menschen, nein. Das brauchen wir auch nicht. Ich überlege mir gerade. Ah, Moment, wir haben sogar nur noch einen Tribok. Wir gönnen uns noch einen. Und wir können gerade mal unsere Burg hier richten. Und die könnten wir eigentlich auch richten. Ah, nee, wir haben ja gar keinen Stein, stimmt. Kaufen wir noch ein bisschen Stein ein. Und von denen beiden könnten wir eigentlich zwei abziehen und zum Stein. Steine hacken schick, obwohl. Nee. Nee, die Steine brauchen wir jetzt eigentlich nicht dringend. Wow, da ist noch ein Kriegselefant. Mist, das ist echt irgendwie doof. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich so vorgehen soll, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zum Angriff über, bevor sich die anderen erholen können. Soweit die anderen sich überhaupt irgendwie erholen müssen. Die haben uns ja das letzte Mal richtig übel mitgespielt. Hey, ja, apropos. Da sagt mal was. Sagt man mal was. Und schon. Schon geht's hier los. Nein, ich meine, Mönch töten. Nein. Oh, jetzt ist er tot. Na, ganz toll. Und unsere Triebwerke sind auch ein bisschen angeschlagen. Dafür haben wir einen neuen Kriegselefanten. Wenn ich sogar zwei? Nein. Wow, 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 wow. Was zum... Das war unerwartet. Und wir könnten gleich nochmal ein paar Paladine vorschicken, damit die mal schon die Triebwerke kaputt machen. Unseren Triebwerken müssen wir irgendwann mal das Tor da unten zerstören, dass wir dann mal vorankommen. Das gibt's ja nicht. So, habe ich jetzt eigentlich schon einen zweiten Mönch? Nee. Okay, weiter nach vorne mit euch. Wow, der Mönch ist auch ganz schön angeschlagen. Was ist denn da los? Und noch ein paar... Palas nebenbei bauen. Entwickeln. Erschaffen. Was rede ich denn schon wieder für einen Unsinn? So. Oh, da. Oh, 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 da sind Onaga. Nein! Okay, die Kriegselefanten beschützen jetzt einfach unseren Mönchi. Wow! Haben wir eigentlich immer noch nicht diese Oh, verdammt. Diese Verbesserung entwickelt für unsere... Moment. Oh, wir könnten noch Alchemie entwickeln. Erforderlich. Wow. Da ist noch ein Kriegselefant. Den will ich haben. Na, 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 na. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, geht doch. Und unsere Triebwerke können anscheinend nicht zielen, weil sonst wäre das Dorf schon... das Tor schon längst kaputt.
Wow, die legen aber los. Gleich mal ein bisschen Verstärkung. Los, Freunde, los. Hey, was ist denn mit den Triebwerken los? Die können echt nicht treffen. Wie lange brauchen die denn für dieses doofe Tor hier? Und da kommt schon wieder Onaga. Okay, ich glaube, unsere Truppen werden hier ziemlich hart aufgerieben. Okay, das Tor ist kaputt. Jetzt versuchen wir nur mal kurz unsere Triebwerke zu retten. Boah. Komm. Okay, und jetzt abhauen. Aber richtig hurtig. In den Schutz der Burgen. So, okay, wir brauchen noch mehr Palas. Ich überlege mir gerade, ob ich eine zweite Angriffslinie bilden soll. Also hier. Und von da angreifen soll. Ist nur die Frage, ob sich das lohnt. Aber Damaskus ist ziemlich mächtig. Also von der Kampfkraft ist es ja echt übel. Nicht gedacht, dass wir uns so die Zähne ausbeißen bei denen. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass wir ihnen mit den gleichen Einheiten begegnen. Aber das ist nun mal der Nachteil. Paladine haben einfach mal... haben einfach keinen Nachteil. Von dem her weiß ich doch nicht. Oder ich weiß zumindest keinen Nachteil. Sprich, ich weiß nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Moment mal. Wie wäre es denn mit Deutsch dann? Wow. Oh, wow. Aber hallo. Was schon bei euch los? Oh. Komm, einen schaffst du noch. Oh Gott. Wieder zwei Mönche benötigen. Wir benötigen schon wieder zwei. Oh Gott, und da kommen schon wieder Triebwerke. Wir brauchen Deutschritter. Das können wir sogar instant installieren. Installieren, genau, entwickeln. Installieren. Geh weg. Die haben jetzt echt ziemlich schnell darauf auf unseren Angriff reagiert und haben den Gegenangriff gestartet. Oh, da oben, unsere Leute sind ja schon fertig. Gut, dass wir da die neue Goldader gleich erschlossen haben. So, unsere Schäfe, genau, Schafe gehen ein bisschen auf Erkundungstour. Aber ich denke wirklich, wenn Damaskus fällt, dann... Moment mal, können wir die Mauer hier umgehen? Nee, okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn Damaskus fällt, dann können wir... Wir müssen als erstes... Ja doch, wir sollten schon wirklich als erstes Damaskus bekämpfen, weil mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt Saladin direkt angreifen, sprich von der Seite, dann können wir den vielleicht... besiegen, aber dann werden wir nebenbei dauernd von Damaskus angegriffen und dann müssen wir auch uns verteidigen und gleichzeitig angreifen und das ist halt nicht so günstig, würde ich sagen. Will ich jetzt einfach behaupten. So. Aber, ja, wow. Hey, ihr Mönche, ihr steht hier nicht umsonst rum. Darum gönnen wir uns jetzt mal ein paar Deutschritter, mal sehen, ob die was reißen können gegen die Paladine, weil ich glaube, die sind relativ stark gegen Kavallerie. Und wir könnten nochmal unsere Burg ein bisschen reparieren. Steht jetzt irgendwie dabei, ob die dagegen effektiv sind. Stärker als heute. Ja, toll. Angriffsbonus gegen Gebäude. Weiterentwicklung, Angriffsstärke, Rüstungsklasse, Sichtweite, Geschwindigkeit, schnelleres. Mehr Widerstand gegen. Bla bla bla. Da steht auch nicht irgendwie, ob die. Moment. Zeigt an. Nee. Okay, dann eben nicht. Dann probieren wir es einfach mal aus. Auf jeden Fall kosten die gar nicht so viel, muss ich sagen. Kosten die Obwohl, naja, die Paladine kosten halt mehr Gold. So, okay. Und wir bringen uns jetzt schon mal schön in Stellung. Oh, wir könnten noch mal ein paar neue Fälle ansehen. So, und wir bewegen uns jetzt schon mal in Richtung Damaskus. Yeah.
Okay, oh, wir haben keine Steine mehr. Okay, lässt sich nichts machen. Oh, noch ein Deutschritter. Du kannst auch gleich noch mitkommen. Okay, gut. Was können wir als nächstes angreifen? Wir sollten auf jeden Fall erst uns nochmal ein bisschen heilen. Vielleicht noch ein paar Deutschritter entwickeln. Das ist das Gute, weil die Paladine sind nicht, gar nicht so schnell und die Kriegselefanten sowieso nicht. Das heißt, die Elite-Deutschritter sind da vielleicht echt die Antwort drauf. Was macht der denn? Will einen Sonderplatz. So, wir müssen uns immer noch regenerieren. Aber da kommen ja immer noch neue Einheiten nach. Ich habe halt Angst, dass sich die auch hart regenerieren, die da Damasken? Gott. Was rede ich für einen Unsinn? So, okay. Da nochmal ein paar Deutschritter. Ja, jetzt komm, jetzt haben wir mal wieder eine ordentliche Armee am Start. Okay, unser Schaf wurde gerade von irgendjemandem übernommen. So, okay, das heißt, da sind Einheiten. Das heißt, wir müssen jetzt mal langsam zum Angriff übergehen. Sonst wird das hier nichts. Oh, und das Wildschwein kommt anscheinend auch mit. Zumindest backt es da so durch die Gegend. So. Schön locker, flockig. Und da kommt auch schon der erste Kriegselefant. Den übernehmen wir jetzt aber gleich mal. Zumindest versuchen wir es. Wow, 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 wow. Wow. Okay, jetzt könnt ihr gleich mal zeigen, was ihr drauf habt, Deutschritter. Oha, seid ihr wahnsinnig. Nein. Okay, das nutzen wir jetzt aus. Wow. Okay, los, Deutschritter. Legt mal los und wir müssen auch noch die Triebwerke angreifen. Nein, was geht denn mit euch? Hört doch auf unsere Triebwerke loszugehen. Was ist denn mit euch los? Triebwerke, die Triebwerke angreifen. Das läuft bei uns nicht. Nein, nein, nein. Das läuft hier nicht. Oh, und unser Mech könnte eigentlich mal hier ein bisschen heilen. Oder umwandeln. Nee, geht ja nicht. Okay. Wow, da kommen noch mehr. Ey, es gibt's ja nicht. Wahnsinn. Okay, aber die Deutschritter sind... Die sind gut. Hey, nice. Okay, unser Mensch kann mal ein bisschen umwandeln. Anscheinend gewinnen wir jetzt doch die Oberhand. Die Überhand. Genau. Steigerung von Oberhand. Überhand. Das gefällt mir. Irgendwie taugt mir das. Ah, Onaga. Nein, nein, nein. Ah, und da kommen einfach immer mehr Kriegselefanten. Von jeder Seite. Oha. Denn los mit euch? Wer hat euch ins Gehirn geschissen? Wie sollen wir denn da die durchbrechen, die Angriffswellen, wenn da immer neue nachkommen? Vor allem halt Kriegselefanten im Überfluss. Die kosten ja nur 300 Gold und 300 irgendwas, glaube ich. Okay, wir müssen irgendwie ihre Infrastruktur zerstören. Kein Wunder, dass die dauernd neue Einheiten bekommen bei den Produktionsstätten hier. Ist ja Wahnsinn. Nein! Ach, Kacke. Nein! Ach, komm! Das wird so nichts. Das kann so nichts werden. Was soll ich denn da machen? Ich renne ohne... es gibt's nicht. Du denkst einfach so, ja, okay, jetzt passt und dann... zerlegen sie dich einfach wieder. Krass, was für ein Schlachtfeld. Und es kommen halt ständig neue nach. Wie jetzt fällt. Hey, wir haben doch vorerst neue angesät. Hey, was ist denn bei denen? Hey, was macht denn der Paladin da? Der Deutsche da. Ich weiß nicht, wie ich den ihre Angriffslinie durchbrechen soll. Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir... Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, wir könnten natürlich gleich am Anfang das Dorfzentrum angreifen. Aber es bringt es nicht. Ich glaube, ich greife erst die Stelle an, damit die nicht dauernd neue Paladine nachbauen können. Gott, wir brauchen schon wieder Triebwerke. Kanonentürme. Moment mal. Ich habe da eine Idee.
Aber dafür brauchen wir Stein. Das besorgen wir uns jetzt. Was? Hä? Oh. Okay, jetzt kann ich mal testen, ob der so stark ist gegen den Paladin. Okay, es hätte ein Deutschritter schon eine Chance gegen den Paladin, aber irgendwie ist es trotzdem ziemlich schwach. Da wäre auch noch Gold. Wir müssen unbedingt Damaskus vernichten, damit wir an das Gold kommen. Wir könnten eigentlich auch an der Stelle angreifen. Grete. Ach, da war auch noch einer. Da war ein Kriegselefant. Was zum Teufel? Wie auch immer. So, okay. Und, da kommt ein Wolf. Ich glaube, ich spinne. Geh weg. So, Stein, 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 der Stein ist mein. So, und ich hoffe, der komische Kriegselefant kommt uns nicht zu nah. Gott, ich will das Gold da haben. Da ist noch, nee, da ist nicht noch mehr Gold. Okay, aber, ey, wo kommen, da kommen Paladine. Apropos Paladine, wir brauchen mehr Paladine. Und wir haben jetzt Kanonentürme, glaube ich. Yep, haben wir. Sprich, oh, Entschuldigung, bin gerade an mein Mikro gestoßen. Oh. Den versuchen wir umzuwandeln. Oder nicht. Ist einfach mal gestorben. Auch gut. So, dann versuchen wir nämlich jetzt was. Probieren wir jetzt was aus. So, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein bisschen Stein, bevor das hier. Jetzt kommen da schon wieder. Moment. Wo ist der zweite Mönch? Hatten wir nicht einen zweiten auch noch? Wo ist denn der? Da. Okay, einer gehört uns. Bitte nicht sterben. Nein, was? Oha, ja klar, hier mal vier Trüböcke am Start. Klar, klar. Sonst noch was? Ich glaube, ihr spinnt. Hört auf, meine Waffen gegen mich einzusetzen. Unverschämtheit. Hehe. So, okay. Mönche zum Umwandeln und so. Und wir versuchen jetzt irgendwie an das Gold zu kommen. Und ich weiß auch schon wie. Wir müssen nur lang genug durchhalten. Dass unsere kleine Arbeiterin hier die Kanonentürme aufbauen kann, weil die sind nämlich auch relativ effektiv. Das heißt, relativ sehr effektiv gegen Einheiten. Was macht ihr da? So neu formieren. Ich denke mir schon, was machen die denn schon wieder für Anstalten hier? Okay, so. Da wird fleißig Holz abgebaut. Da Gold. Und wenn wir Glück haben, vielleicht da auch bald. Oh, wir könnten eigentlich die Trüböcke hinzuziehen. Hinzuziehen, genau, ziehen. Oh, 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 Kriegselefant. Meins, meins, meins. Komm, 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 komm. Oh, da kommt noch einer. Oh, zurückziehen, zurückziehen, aufpassen, aufpassen. Genau, die Trüböcke brauchen wir, um den einen Turm da kaputt zu hauen. Boah, ihr klaut uns das nicht. Jetzt müssen wir erst den Turm zerstören und dann können... Hey, nein, das ist mein Gold. Ich brauch das. Nehmt es mir nicht weg. Ihr habt doch sowieso schon so viel. Kein Wunder, dass die dauernd Paladine und Kriegselefanten bauen können mit ihrem ganzen Gold und was weiß ich hier. So, mal sehen, ob die jetzt gleich wieder angreifen. Ich vermute es fast. Yep, natürlich. Okay, Mönchi. Walte deines Amtes. Hä? Du gehst nur hin? Im Moment den einen Kanonenturm zerstören wir mal. Beziehungsweise bauen wir nicht dahin, den bauen wir ein bisschen weiter. Da dran. So. Okay. Wow, Paladine. Paladine. Nein, nicht auf die... Nicht auf die Arbeiterin. Nein. Nein. Pfui. Oh, das wird ein Gemetzel. Das
sehe ich jetzt schon kommen. Unaga, 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 Unaga. Okay, okay, wir halten stand. Nein, da kommt noch einer. Geh weg. Aua, aua, aua. Wir müssen nur ein bisschen durchhalten. Los, wir müssen die Fronten halten hier. Oh, wir könnten mal ein bisschen Verstärkung nachschicken. Okay, okay. Oh, da kommen schon wieder Triebwerke. Schön auf die Triebwerke. Und da greift uns wirklich... Da greift uns der Triebock. Greift der Triebock wirklich die Paladin an? Es ist... Das ist echt komisch. Komische Anwandlungen. Oh! Freunde, ich sehe gerade, unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Obwohl wir noch mitten im Fight sind, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Dann haben wir auf jeden Fall eine Motivation, das nächste Mal weiterzumachen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.